So, wir haben Bild, wir haben Ton, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir erfolgreich den Run bis zu Lamp gemacht. Leider kam dann kein Dings Void. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wir haben ja noch ein paar Runs, mit denen man Void erreichen kann. Wir müssen uns jetzt mal auf den Speedrun konzentrieren. Wenn ich den Speedrun nicht schaffen sollte zeitlich, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, den Rückweg zu Beast anzutreten. Trotzdem werde ich natürlich von Anfang an Itemräume mitnehmen, weil ich nicht den Rückweg zu Beast plane. Also Planetarium ist jetzt hier mal nicht gezielt. Deswegen, ja, wir versuchen schnell zu sein. Aber ihr kennt mich. Das kann sich relativ schnell ändern, wenn ich nicht schnell bin. Und wenn ich dann merke, okay, ich versuche jetzt, es wird von der Zeit her schon nichts mehr, dann kann ich ja trotzdem aufhören, erstmal Itemräume mitzunehmen. Und dann können wir trotzdem versuchen, das Planetarium anzugehen. Na, also ich meine, man kann ja trotzdem später auch noch anfangen, Itemräume zu skippen, auch wenn man sie am Anfang mitnimmt. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier reinkommen. Hi! Und dafür muss der mal aufhören, hier immer wieder was Neues zu spawnen. So, der muss jetzt erstmal weg. Erst muss der. Ja, perfekt. So, jetzt geht's los. Ah, das hat schon wieder. Der Raum hat schon wieder richtig viel Zeit gekostet. Und die Tiersrate ist halt furchtbar am Anfang bei Eve. Ich kann es nur oft genug sagen. Okay, wir brauchen unbedingt eine Bombe. Wir brauchen unbedingt eine Bombe. Das ist doch schon wieder Müll. Wir brauchen mehr Bomben. Und die wird jetzt hier in der Mitte spawnen, die Bombe. Okay. Moment, keine Bombe, die gespawnt ist. Ey, aber wenn ich jetzt keine Bombe kriege, dann resette ich auf jeden Fall, weil das spiele ich nicht weiter. Wenn ich jetzt hier nicht irgendwie brauchbares Zeug noch bekomme, dann wird sowas von resettet. Das spiele ich nicht weiter. Wenn das Spiel mich am Anfang gleich so verarscht. Nee. Da sehe ich mich nicht. Denkbar wäre natürlich auch ein rotes Herz, weil dann könnte ich verlustfrei mehr oder weniger das Item mir trotzdem holen über den Stachel. Mein Gott, die müssen raus. Oh mein Gott. Hat der gerade mein Viech kaputt gemacht? Nee, ich habe keine Lust. Das ist doch bescheuert. Warte mal, dann machen wir das jetzt ganz kurz anders. Wir verwandeln uns. So. Dann mach hier ein. Oh. Das war so eine frustrierende Ebene. Gleich zu Beginn. Meine Herren. Ohne die hohe Tierrate anzugreifen, also ohne eine Erhöhung anzugreifen, es ist so frustrierend, danke. Mach dich weg jetzt. Danke. Nichts gespawnt, gar nichts, cool. Hier werde ich auch nichts erreichen. Natürlich nicht. Geht's weiter. Vorsichtig. Eine Pille. Lag ab. Okay. Hat er jetzt eins kaputt gemacht? Ich hab ein. Oh mein Gott, er hat nicht nur eins kaputt gemacht. Wieder Kacke hier, ey. Halt, ich kann hier noch weiterlaufen. Bomben, zwei Stück.
können immer noch hier diesen Weg weitergehen. Was ist das denn hier? Wohin führt die? Oh boy! Wohin führt denn dieser Weg, Herrschaftszeiten? Ach, na toll! Ja, dann machen wir erst den Boss. Ist jetzt auch egal. Wir müssen aber... Nein! Der hängt fest. Okay, ich habe ihn gerettet. Mein Gott, ey. So, wir gucken erstmal den Boss an. Oh, weia. Das könnte jetzt ganz böse schief gehen. Vielleicht schaffen wir es aber, dass die da runterlaufen. Nein. Nein, die sind kaputt gegangen. Die müsst hier runterlaufen. Da in die Dinger. Oh, nö, jetzt ist alles kaputt. Und da ist noch einer. Ach, komm. Ach, das ist doch alles kacke. Der Anfang mit Eve ist so frustrierend immer. Bis es dann mal läuft. Habe ich keine Bombe. Können wir irgendwas Explosives hier einsetzen? War nicht so explosiv, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber dafür können wir jetzt hier schön richtig viel loslegen. Mit einem Q habe ich alle Herzen wieder. Toll. Ach, komm schon. So. Ich hoffe, die gehen nicht so schnell alle kaputt. Das wäre dramatisch. Weil ich bin auf deren ihre Feuerkraft jetzt am Anfang schon enorm angewiesen. Schön. Das wäre cool, aber wir haben kein Geld und keine Bomben. Wichtig. Aber wir haben keine Bomben. Okay, dann heile ich mich jetzt erstmal. Überleg nur kurz. Vielleicht so sprengen, dass falls da der Geheimraum ist, aber ich glaub's nicht. LOL. Komm her! Ah, das Ding hätte ich auch gerne, aber man kann halt nicht alles haben. Ah, das ist auch schon mal ein sehr geiles Item. Was coole Effekte mit sich bringen kann. Vor allem, wenn sowas da passiert. Ja, sehr, sehr coole Effekte. Okay. Und vor allem, je mehr ich jetzt von den Viechern hier generieren kann, umso schneller kriege ich hier einen coolen Effekt zusammen. Sehr schön. Komm, explodier! Jawohl. Das dürfte auch durchaus dafür sorgen, dass Räume recht schnell geklärt werden. Ich lasse nur kurz die Dinger hier explodieren, weil es dann Trinket drunter sein könnte. Und auch damit die mir nicht in die Luft fliegen. What the hell? Okay, das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. So. Okay, weiter. Jetzt brauche ich nur ein bisschen Tiers ab, dann ist alles cool. Ah, das ist schon ziemlich geil hier. Ja, perfekt. Sehr schön. Guter Start. Guter Start. Guter Start. Okay, da gehen wir jetzt nicht rein. Yo! Wollte nur kurz gucken, ob hier irgendwo ein Herz rumliegt oder Flammen sind. Manchmal liegt da einfach was drin. Ey, das cleart mir Räume gerade verdammt schnell und ich kann noch mehr Viecher generieren. Gleich her damit.
Weil je mehr ich davon habe, umso schneller räumen wir jetzt die Räume erstmal auf. Das ist für den Speedrun so wichtig. Ich muss nur böse aufpassen, dass die nicht irgendwann mal mit einer Attacke einfach alle weggemetzelt werden. Drei Schlüssel, 10 Münzen. Ja, können wir den Shop schon besuchen. Blaues Herz würde ich mir auf jeden Fall kaufen. Gibt es nicht, aber es gibt was anderes Gutes. Ah, leider die Bombe erwischt. Aber den können wir weiter aufladen. Der ist bestimmt nochmal möglich und den Fächer hätte ich sehr gerne. Den Fächer hätte ich sehr gerne. Jetzt werden wir natürlich dann auch, da ich jetzt was hier zum Kaufen habe, was theoretisch möglich ist, werden wir jetzt natürlich hier versuchen, entsprechend zu sprengen, die Maschine. Ja? Da sprenge ich die dann gerne mal mit. Aber ich sprenge sie halt nicht so gerne mit, wenn ich dann zum Beispiel direkt gleich da drauf, danach drauf gehe und so, dann ist das irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Nicht so geil. Hier schön aufpassen, dass wir hier nicht erwischt werden. Gibt es einige Gegner, die mir böse zusetzen könnten, was meine Viecher angeht. Ich will die alle behalten. Prima. So, und es lädt sich weiter auf. Sehr schön. Okay, da ist der Boss. Machen wir den als erstes. Wenn wir schon hier sind, ziehen wir den gleich weg. Weil so wie ich jetzt bin, kann ich auch einfach zum Boss gehen. Das macht gar nichts. Das ist vollkommen in Ordnung. Fantastisch. Damage up, sehr, sehr wichtig. Jetzt aber trotzdem noch Itemraum. Den müssen wir auch schon noch mitnehmen. Und ich will ja auch sowieso noch hoffen, dass mir bei der nächsten Aufladung der Fächer gehört. Nice. So, jetzt einmal zum Shop laufen. Yes! Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt den mit, weil das eine Rotherz, was wir haben, daraus kann ich eh nichts machen. Klar, die Tatze ist ein geiles Item, gar keine Frage. Aber im Moment nützt sie mir halt nichts. Die würde mir später wahrscheinlich mit mehr Herzen wieder mehr nützen und dann kriege ich sie nicht mehr. Aber, stopp! Stopp! Nicht, dass ich jetzt wieder verwechsel. Ich glaube, das ist das Ding, dass die Items, die Dinge um mich rumkreisen dann. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Das ist es, dass die Dinge um mich rumkreisen, ne? Das möchte ich nicht haben. Let me kurz look. Genau, Tiny Planet, Orbiting Tears. Ich frage mich aber, wie das jetzt sich hier auswirken würde. Ich frage mich, wie sich das auswirken würde. Sollen wir es probieren? Ich werde dazu jetzt nämlich keine Synergie-Dings finden, fürchte ich. Weil ja dieses andere Item erst später dazugekommen ist. Das ist jetzt schwierig. Das finde ich jetzt richtig schwierig. Scheiße. Ich könnte mir die vielen Dinge um mich rum halt schon gut vorstellen. Die dann ja auch gegenseitig sich verwandeln und da in diese Synergien, aber boah. Eigentlich schon, oder? Die vermischen sich, die schießen danach in alle Richtungen weg. Ich glaube, die verwandeln sich so schneller in die großen Dinger. Und explodieren dann schneller. Ich glaube, es ist okay. Scheiß drauf, wir probieren es aus. Das ist, was ich meinte. Genau das ist, was ich meinte.
Ich glaube, das ist okay. Ich weiß es noch nicht sicher. Es ist eine Vermutung, aber ich glaube, es ist okay. In Kombination mit Rainbow Tears und so, ich glaube, es ist in Ordnung. Wie gesagt, ich weiß es nicht sicher. Geheimraum für blaues Herz? Leider nicht. Anderer Geheimraum? Ist mir jetzt zu vage alles. Ist mir jetzt alles zu vage. Weiter im Programm. Jetzt kriegt man ein blaues Herz dazu. Ein halbes blaues Herz. Okay, wir haben jetzt ein halbes blaues Herz. Ein ganzes blaues Herz und ein halbes rotes. Ja, ich denke, die Feuertaufe hier können wir machen. Gefährlich wird's, wenn ich vor lauter Tränen nichts mehr sehe. Das ist dann wieder so ein gefährlicher Moment. Aber bisher fühlt sich's richtig an. Sogar sehr richtig. Wow. Hier mehr Viecher generieren. Und dann wieder das rote Herz einsammeln. Okay, oh. Warte, rerollt er jetzt von selbst? Ich muss kurz den Cracked Dice lesen. Nicht, dass der Müll mit mir macht. Ich muss ganz kurz den Cracked Dice lesen. Das ist der D1. Ach so, ist ja ein Trinket. Ich bin ja völlig falsch. Da ist er. Every time you get hit, you have a chance to activate D6, D20, D8 oder D12. D6 wäre Item Reroll. D20 ist, glaube ich, der... die Pickup Reroll. Genau. Was war noch dabei? D8 war dabei. Solange eins dabei ist, was mich rerollt, bin ich raus. Rerolls all of your stats. Nee, ciao. Da bin ich raus. Da bin ich raus. Nachher habe ich dann irgendeine Kacke. Ciao, Dice. War nett mit dir. So. Okay, da bin ich raus. Oh, hier ist gar... Ach doch, hier ist was. Und zwar die Dinger im Boden sind hier. Genau. Jetzt wäre es cool, den Shop zu finden, weil jetzt ist das Ding wieder aufgeladen. Aber natürlich kann man das nicht beeinflussen. Yo, das ist eine super geile Kombination. Holy shit. Und es ist vor allem egal, wo wir schießen, wo die Viecher sind. Es verbindet sich einfach alles miteinander. Das ist saugut. Wie gesagt, problematisch wird es, glaube ich, nur, wenn ich irgendwann nichts mehr sehe. Aber das ist eine saugute Synergie. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. An sich ist es ein riskantes Item. Viele Synergien, die das bewirkt, sind nicht so geil, aber in dem Fall ist das voll in Ordnung. Lasst mich bloß in Ruhe. Lasst mir meine Aufladung. Ich will möglichst schnell den Shop finden. Wie sind wir in der Zeit? 8 Minuten. Völlig in Ordnung. Alles gut. Wir kommen jetzt ja relativ schnell durch die Ebenen durch auf die Art und Weise hier. Okay, hier ist einfach Schluss. Gut, damit kann ich auch arbeiten. Da oben wäre ein blauer Stein, aber ich kann nicht fliegen, von daher ist es egal. Shop? Okay, kein Shop, aber Itemraum ist auch gut. Könnte ja auch was Gutes bedeuten. Lasst mich kurz wieder den Dings dazu. Ich denke, es ist definitiv eins, was ich nehmen kann, aber zur Sicherheit einmal schnell... Ach, Gemini. Ja klar, nehmen wir mit. Logisch. Selbstverständlich nehmen wir Gemini mit. So. Das ist jetzt vor allem nochmal ein schöner Schutz, wenn ich mal zu nahe irgendwo hinkomme. Ja, das können wir auch erstmal mitnehmen, solange wir nichts anderes haben. Ist voll okay. Da ist mein Shop. Jetzt wird's kritisch. Was macht die Schokolade? Chocolate, Mysterious Candy, causes Isaac to create poops randomly. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Okay, die Seife ist... Ach Quatsch, der Radiergummi ist das, ne? Ist reduziert, den will ich aber gar nicht haben, weil das wäre ein Spacebar-Item.
Okay, das blaue Herz kriege ich umsonst. Schön. Kaufen wir noch den Sack. Oh, lol. Kommt zwar ein bisschen spät, aber ist okay. Dann sprengen wir den Kollegen hier noch. Diesmal ohne... Ah, jetzt hat es mir hier... Den muss ich schon sprengen, wegen Engelschance. Und ansonsten gehen wir wieder raus. Ne? Und hier habe ich jetzt auch wieder nicht die Maschine mitgesprengt. Erstens habe ich genug Geld. Zweitens habe ich das Item. Ich möchte die Maschine wirklich nur sprengen. Wenn es klar kann, mir später nachher Geld fehlen. Ich weiß das, es ist mir durchaus bewusst. Aber irgendwie fühlt es sich falsch an, die so oft zu sprengen, ohne wirklich jetzt schon zu wollen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht eine komische Entscheidung. Kann durchaus sein. So, wir haben 5 Bomben. Und eine relativ gute Möglichkeit für den Geheimraum. Probieren wir sie aus. Okay, ansonsten probieren wir nichts weiter aus. Ne, dann gehen wir. Abflug. Okay, das wird super einfach. Und wir könnten den Engelraum bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kriegen wir erstmal... Oh, jetzt kriegen wir erstmal das große Luck ab. Wenn wir nicht getroffen werden weiterhin. Okay, kein Engelraum. Damit kann ich leben. Aber das A nehmen wir natürlich mit. Bis wir mal getroffen werden, sollte es eine Weile dauern. So, wir sind gut in der Zeit. Jetzt müssen wir aber ein bisschen Gas geben noch, dass wir hier nicht... Oh, da muss ich aufpassen. Die hätten böse werden können. Die hätten böse werden können. Aber es sind alles in Ordnung. Alles gut gegangen. Alter, so viele Viecher. So viele hatte ich noch nie. So viele hatte ich noch nie. Aber es ist halt so eine kleine Explosion oder so. Kann die halt schon... mir komplett zerreißen. Das ist das Ding. Okay, wir haben eigentlich genug blaue Herzen, dass ich sage, ich würde mir zutrauen, in den Curse-Raum zu gehen und vielleicht schon einen frühzeitigen Transport in den Engelraum zu bekommen. Ach, es ist gar kein Curse-Raum. Oh, aber das ist, was ich meine. Du kommst gleich mal her. Deswegen gehe ich auch in diese Räume rein, weil da halt sowas rumliegen kann. Normalerweise hätte ich jetzt gesagt, nehmen wir erst später mit, aber wir sind ja hier gerade auf Speedy unterwegs, deswegen geht das natürlich nicht. Da ist mein Shop, sehr schön. Das Ding ist auch aufgeladen, auch das ist sehr schön. Somit einfach durch. Ab durch die Mitte. Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Mach einfach einen Abflug. Ding jetzt auch immer schön ganz oft Kisten. Ich weiß gar nicht, ob das an irgendeinem Item liegt, was wir haben oder so. Jetzt sind wir auf jeden Fall recht. Gehen wir erstmal den großen Raum entlang. Okay, die Arcade. Ich werde sie nur kurz betreten, um zu gucken, ob was drin ist zum Einsammeln. Ich werde aber nicht groß... Wobei, wenn ein Bettler da ist, würde ich ihn kurz spielen. Den Bettler würde ich kurz spielen. Den Bettler würde ich auch kurz spielen. Weil wir haben ganz viele Münzen und das wäre in Ordnung. Okay, nee, da spielen wir gar nichts. Weil der Bettler halt... Ah, shit. Da hat sich mein Trinket verabschiedet, leider. Und auch damit natürlich ein blaues Herz. Kann es nicht ändern. Okay, Itemraum. Schöne Sache. Jetzt kann ich das Herz nicht nutzen, weil wenn ich jetzt consume ich das weiße Ding. Okay, wir gucken mal, wie viele Herz übrig bleiben, dann kann ich mich entscheiden, was ich besser finde. Aber ich habe im Moment so viele Viecher. D7. Was bist du denn? When used, the D7 will restart the current room and bring back all enemies once again, enabling you to farm rewards that spawn at the end after beating the room. Oh, I see. Also wenn ich irgendwo was Cooles bekommen habe, könnte ich das nutzen, um es nochmal zu bekommen.
Ja, nee, passt schon. Oder kann ich damit? Ah, jetzt verliere ich Zeit, aber ich muss es testen. Ich muss es testen. Es tut mir leid, ich muss das jetzt schnell testen. Gut möglich, dass ich den Bosswasch dann nicht mehr schaffe. Ich muss das jetzt testen. Wenn ich den hier resette, kriegt das weiße Herz dann nochmal? Nein. Okay. Scheiße. Okay, wir beeilen uns. Wir beeilen uns. Ich mache sowas nicht mehr. Wir sind noch gut in der Zeit. Es ist noch machbar. Es ist alles noch machbar. Und der Weg müsste auch hier zum Boss führen, also es ist alles okay. Es ist alles okay. Wir haben so viele Viecher, ich brauche nicht noch mehr generieren, es ist alles in Ordnung. Ja, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ja, perfekt. Direkt zum Boss und dann Abflug. Oh, ich hasse dich. Du wirst sowas jetzt von aufs Maul bekommen. Das ist so gut. Wir bekommen jetzt endlich 100 Engelraum vielleicht mit 65%, über 65% Chance. Ach komm. Ach komm. Ach komm. Ich habe absolut nicht aufgepasst, ne? Das war dumm. Aber das ist mein Engelraum. Aber wir haben ganz schön viele Viecher verloren. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, das ist wirklich ärgerlich. Wie viel habe ich denn? Wieso habe ich denn so schnell so viel? Ach, weil die Viecher sind da durchgerasselt, ne? Die sind da einmal durchgerasselt. Ja, komm. Nehmen wir den Schlüssel wieder mit? Erhöht halt die Chance für Engelraum. Ah. Ich würde schon sagen. Habe ich die Zeit? Ja, so lange dauert der Kampf jetzt auch nicht. Komm. Vor allem der Einfache. Der ist sofort down. Der ist sofort down. Ohne Verlust. Perfekt. Raus da. Alles gut. Okay. Ich würde jetzt eigentlich noch schnell da hochgehen und das Herz holen, das halbe Herz, aber wir haben keine Zeit mehr, deswegen weiter. Leider habe ich jetzt echt so viel verloren, dass ich kein blaues Herz mehr habe. Das ist ein bisschen doof, aber was soll's. So, wir haben zum Glück ja auch, wenn uns was in die Nähe kommt. Also wir machen trotzdem noch ganz gut Schaden. Ist alles in Ordnung. Sehe ich da auf die schnellen Steine, den gefährlichen, den guten? Nee. Nee, lass mich in Ruhe. Nein, da ist mein halbes blaues Herz wieder weg. Ach, ich Trottel. Ich habe wieder nicht genutzt, dass ich ja den Fächer habe. Ich kann ja sehen, was für ein Item im Itemraum ist. Dann wüsste ich ja, dass ich es... Ah, scheiße. Sonst könnte ich sagen, ich kann skippen. Aber das kann ich so eben nicht sagen. Weil ich es nicht sicher genug weiß. Okay, hier kommt beides. Itemroom und Itemroom, das ist sehr gut. Scheiße. Schade, dass ich das Schwarzherz nicht vorher bekommen habe, aber ist in Ordnung. Damit muss ich jetzt leben. Oh, Balls of Steel, sehr gut. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ich habe keinen Schlüssel mehr, was? Ich habe gar nicht gemerkt, dass die knapp werden. Shit. Das ist nicht gut. Jetzt komme ich in beide Räume nicht rein. Oh shit, ich habe nicht gemerkt, dass die knapp werden. Halt, wir haben gar kein Trinket mehr. Dann kann ich auch das mitnehmen. Oh scheiße. Das habe ich echt nicht realisiert, ne? Fuck.
Okay. Wir müssen kurz zurück. Das sind zwei Schlüssel. Wir müssen da... Ich muss den Shop und den Itemraum auf jeden Fall noch mitnehmen. Mehr mache ich nicht. Mehr mache ich nicht. Ich gehe nur schnell dahin zurück. 3 Minuten. Ei, das wird ein Wettrennen. Das wird ein verfluchtes Wettrennen. Na, das hat sich gelohnt. Ich habe da was gesehen, aber ist jetzt egal. Das ist dieses... Ja, nee, brauche ich nicht. Weg damit. Scheiße. Hätte ich das gesehen über das Ding, hätte ich darauf geachtet, wäre ich hier nicht reingegangen extra jetzt noch. Ach, ist doch kacke. Komm noch schnell den Schlüssel und dann Abflug. Ah, ist doch wieder kacke hier. Also wirklich. So, während wir jetzt laufen, regeneriere ich schnell ein paar Viecher, dass wir schneller durchkommen durch die nächsten Abschnitte. So, jetzt gucken wir, was im Itemraum ist. Dann wissen wir, ob wir ihn skippen können. Können wir skippen. Können wir skippen. Direkt zu Mom. 2 Minuten. Direkt zu Mom. Gut. Guter Weg. So geht schon mal nicht zu Mom. Ah, du Scheißvieh! Jetzt hat er mir fast alles in die Luft gejagt, ne? Ach Gott! Wird knapp. Ja, scheiß drauf, dann gehen wir halt auf Dings. Dann machen wir Beast, wie ich es angekündigt habe, wenn ich es nicht schaffe. Aber das muss ich mir mitnehmen. Das ist das Problem, wenn ich so zu wenig davon habe, dann funktioniert meine Item-Synergie nicht so gut. Das ist das große Problem. Wenn ich zu wenig davon habe, funktioniert meine Item-Synergie nicht. Scheiße. Ein Treffer und ich bin tot. Oh shit. Ah, Sapperlot. Na gut, dann haben wir dafür mal wieder einen kürzeren Part. Aber ich muss sagen, das größte Problem war der Typ, dem ich gesagt habe, der kriegt jetzt ordentlich aufs Maul, der hat leider mir aufs Maul gegeben. Weil der hat ganz viele von meinen Viechern kaputt gemacht. Und mit denen wäre ich eigentlich gut da durchgekommen. Da habe ich nicht aufgepasst. Das war ein großer Fehler. Das war, würde ich sagen, der größte Fehler des Runs, dass ich bei dem... Na, bei dem Typ, der da, dem seine Augen da rausfahren. Dass ich bei dem nicht aufgepasst habe. Ansonsten hatten wir gute Voraussetzungen. Also sehr gute Voraussetzungen. Das ist ärgerlich. Das hätte gut laufen können. Ich muss halt extremst aufpassen, die Viecher zu behalten. Da hätte ich... Es war schlecht. War schlecht. Der Bosskampf war schlecht. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.